kommt er. Hier ist er, Jean-Paul Belmondo. In seiner männlichen Ausstrahlung hat er schon viele Filme zum echten Erlebnis gemacht. Jetzt kommt sein Meisterwerk, die Rolle, die ihm auf den Leib geschrieben ist. Hinreißend, unwiderstehlich, impulsiv, dynamisch, kraftvoll. Bei den Dreharbeiten zu diesem Film unter der Regie von Claude Chabrol lernte Jean-Paul Belmondo nicht nur seine Partnerin Mia Farrow kennen, die durch Rosemaries Baby weltberühmt wurde, sondern er begegnete auch Laura Antonelli, der Frau, die heute als die schönste Italienerin gilt. Jean-Paul Belmondo, wie er leibt und lebt und liebt. Jean-Paul Belmondo und Laura Antonelli schauen sich ganz tief in die Augen. Das mag natürlich Mia Farrow nicht, die den unwiderstehlichen Gauner ganz für sich allein haben möchte. Aber Jean-Paul Belmondo handelt nach dem Prinzip, warum sich fest an eine schöne Frau binden, wo es doch so viele gibt. Und er bleibt diesem Vorsatz treu. Immer mit einer Träne im Knopfloch für die gerade Verlassene und einem Zwinkern im Auge für die Nächste, die gerade kommt. Stets unter dem Motto, heiter geht die Welt zugrunde. Ein Film von Claude Chabrol mit Mia Farrow, Laura Antonelli, Daniel Ivernel und Jean-Paul Belmondo. Der Unwiderstehliche in seiner Glanzrolle.